Verwegenheit, eine besondere Ausdrucksform von Mut. Verwegenheit ist einer der verschiedenen Ausprägungen von Mut. Mut, Selbstvertrauen, Tapferkeit, Kühnheit, all das sind wichtige Eigenschaften, die man immer dann braucht, wenn die Situation etwas unsicher ist. Manchmal braucht es eine ruhige und Beständigkeit, ein Vertrauen. Manchmal muss man herausfinden, was ist das Richtige, was ist zu tun. Manchmal muss man gut abwägen. Und dann braucht man Mut, es umzusetzen. Und manchmal ist eine Situation sehr bedrohlich. Und in dieser bedrohlichen Situation muss man schnell eine Entscheidung treffen. Und manchmal muss man bereit sein, ein Risiko auf sich zu nehmen, selbst wenn man nicht weiß, wie es ausgeht. Und manchmal muss man sich selbst zum Wohl einer guten Sache in Gefahr bringen. Und dazu braucht man auch einmal Verwegenheit. Natürlich, Verwegenheit in vielen Situationen kann auch Leichtsinn sein. Und manchmal führt Kühnheit und Verwegenheit ins Verderben. In vielen Situationen ist es besser, Besonnenheit zu üben. Ist es gut, seinen Verstand zu benutzen? Ist es gut, abzuwarten und letztlich tiefer nachzudenken? Aber in manchen Situationen muss man zügig handeln und manchmal ist man im Unsicheren und dann braucht es auch mal Verwegenheit. Verwegenheit kann verschiedene Quellen haben. Manche Menschen haben einfach ein Temperament dafür. Sie sind bereit, Risiko auf sich zu nehmen. Und es gibt Menschen, die wurden als solches irgendwo groß erzogen, durchaus etwas zu wagen. In den meisten Fällen waren das mehr die Jungs. Die Mädchen sind mehr zur Vorsicht und zur Bedachtsamkeit erzogen worden. Und manche Jungs sind erzogen worden, durchaus voranzugehen und mal verwegener zu sein. Aber natürlich, es gibt auch besonnenere Männer und es gibt verwegenere Männer. Und das hat alles auch seinen Sinn und seinen Grund. Im Yoga gibt es aber noch etwas mehr, gibt es tiefere Verankerungen. Zum einen, wir wollen im Yoga nicht einfach auf Emotionen heraushandeln. Und so gibt es die sogenannte Buddhi, die Unterscheidungskraft, die Fähigkeit nachzudenken, zu überlegen und nicht einfach zu tun, was der Geist sich so einfallen lässt, nicht einfach auf Emotionen zu reagieren. Also Buddhi als Unterscheidungskraft ist etwas Wichtiges. Also, wenn du irgendwo plötzlich etwas willst und spürst und so weiter, einen Moment innehalten und überlegen, vom Standpunkt der übergeordneten Ziele, vom Standpunkt der höheren Anliegen, vom Standpunkt etwas Gutes bewirken zu wollen, was wäre jetzt das Richtige? Und so bedarf es, bevor man sich einfach unbedacht in ein Risiko hineinstürzt, einen Moment nachdenken. In der Mehrheit der Fälle ist sogar gut, über Nacht zu schlafen und zwischendurch zu beten und sagen, bitte lieber Gott, ich spüre, da ist eine Gefahr, ich spüre, oder da ist eine Chance, es wäre gut, wenn ich das jetzt mache. Ich habe noch einen Tag, sage mir bis morgen, was das Richtige ist. Und wenn du bis morgen merkst, das ist das Richtige, dann kannst du es auch mal mit Verwegenheit tun. Aber oft ist es gut, abzuwarten. Es kann jetzt sein, du weißt, es ist das Richtige und es weiß, es ist deine Aufgabe. Du bist natürlich nicht sicher, wie es ausgeht, aber es ist irgendwo deine Aufgabe. Die Chancen sind groß, das Risiko ist zwar da, aber zum Wohl der guten Sache ist es wichtig, es zu tun. Aber du hast dann Ängstlichkeit, du hast Schüchternheit, du hast irgendwo Hemmungen. Dann kannst du dir bewusst sein, ich bin das Unsterbliche Selbst. Was auf der physischen Ebene passiert, ist nicht so wichtig. Ob ich jetzt mich blamiere oder nicht, nicht so wichtig. Sogar was mit dem physischen Körper passiert, auch das nicht so wichtig. Natürlich, der Körper ist der Tempel der Seele, man soll ihn nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Aber es ist nicht so erheblich. Das Selbst ist unsterblich, wie alle indischen Schriften sagen und wie du vielleicht auch in der Meditation schon mal erfahren hast. Eine weitere Grundlage ist dann auch, ja, ich bitte Gott, durch mich zu wirken. Und er sagt auch, Krishna in der Bhagavad Gita, wenn du dich nach bestem Wissen und Gewissen entscheidest, wenn du alles Gott übergibst, wenn du dann bittest, dass Gott durch dich wirkt und dich nicht identifizierst, dann ist das, was du tust, das Richtige. Jedenfalls wirst du keine Schuld auf dich laden. Also, wäge ab.
Spüre einen Impuls, nutze die Buddhi, wäge es ab vor dem Hintergrund von übergeordneten Anliegen, wäge es ab vom Standpunkt der Werte, Yamas, nicht verletzen, Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit und so weiter. Wäge es davon ab, dann triff eine Entscheidung, übergib sie Gott, nach Möglichkeit, schlaf über Nacht, bete nochmals und dann tue das mit Verwegenheit, was auch immer zu tun ist. Und wenn du merkst, deine Verwegenheit war etwas übertrieben, zu emotional, dann entscheide dich für Besonnenheit oder Abwarten. Ja, das war ein Vortrag zum Thema Verwegenheit. Mein Name ist Sukadev von www.yoga-vidya.de.